Behind His Mask. Eine Stecksfan-Fanfiction von Drachenmädchen. Kapitel 50. Point of View. Stegi. Weißt du was? Ich finde, du solltest mit Tim darüber reden. Das Problem an der ganzen Sache war nur, dass es nie dazu kam. Vielleicht hätte ich mich das Ganze sowieso nicht getraut. Aber ich bekam nicht einmal eine Chance, das zu überlegen. Denn das nächste Mal, als ich Tim sah, war definitiv nicht der beste Augenblick, um solche Sachen zu besprechen. Abgesehen davon, ich konnte mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass sie wahr waren. Ich rückte unbehaglich in der braunen Stuhl hin und her, wagte es nicht, einen noch so winzigen Blick zu Tim zu werfen, welcher neben mir saß. Ich wusste, dass ich meinen Blick nicht wieder losreißen würden könnte, von seinen braunen, perfekt gestylten Haaren, dem etwas markanten Kinn, den dunklen, braunen Augen, den buschigen Augenbrauen und langen Wimpern. Ich musste mir einen kleinen Seufzer unterdrücken und fuhr mir mit einer Hand unsicher durch die chaotischen, blonden Haare. Herr Trist, der Schulleiter des Internats, räusperte sich kurz und sah dann erst mich und dann Tim an, ehe er mit seiner gewohnt rauen Stimme zu sprechen begann. Ich vermute, ihr beide könnt euch denken, wieso ihr hier seid. Ich schluckte. Das Einzige, worum es gehen könnte, war, dass Tim der Schule verwiesen werden sollte. Angeblich wegen mir. Tim, du hast sicherlich schon mitbekommen, dass da schwere Anschuldigungen gegen dich in der Luft liegen. Die buschigen Augenbrauen des Schulleiters zogen sich zusammen. Seine grünen Augen musterten den Jungen neben mir nachdenklich. Anscheinend hast du das letzte Jahr damit verbracht, andere Schüler zu schikanieren. Er seufzte tief. Das hätte ich nicht von dir erwartet. Wirklich nicht. Ich wusste, dass Tim in diesem Augenblick einfach den Blick gesenkt hatte. Mir war klar, wie er den Boden musterte, wie dieses Schuldbewusstsein, welches mit Sicherheit gespielt war, in seinen Augen geschrieben stand. Ich wusste es, ohne ihn anzusehen. Tim, gerade du. Du solltest doch eigentlich wissen, dass man sowas absolut nicht tut. Was meinte er damit? Wieso gerade nicht Tim? Was war an ihm so anders? Der Schulleiter seufzte erneut, wandte sich dann an mich. Darf ich dir eventuell einige Fragen stellen? Wir können Tim auch rausschicken, falls dir das lieber ist. Ich schluckte kurz. Mir war klar, was jetzt kommen würde. Fakt ist, wir können Tim hier nicht ohne Beweise rausschmeißen. Nur weil eine Person sagt, dass er andere schikaniert, muss das nicht stimmen. Er musterte mich mit seinem durchdringenden Blick. Wir wissen leider selber nicht, wer die Person war, die gesagt hat, Tim würde alle das tun. Es war ein anonymer Brief, allerdings hat die Person dich, Stegi, besonders scharf erwähnt. Ich schluckte und nickte. Also bist du einverstanden, einige Fragen zu beantworten? Ich nickte. Willst du, dass Tim rausgeht? Mein Kopf drehte sich ruckartig zu Tim um, welcher mich gerade ansah, sodass sich unsere Augen bei dieser abrupten Bewegung automatisch trafen. Ein einziges Lächeln lag auf seinen Lippen, auch wenn ich mir nicht erklären konnte, wieso. Tims dunkelbraune Augen waren warm und wirkten in diesem Moment so unglaublich lieb und freundlich, als könnte er keine Fliege etwas zuleide tun. Ich schloss die Augen für einen winzigen Moment. Ich konnte ihn nicht ansehen, ohne zu denken, dass er womit Abstand die schönste Person war, die ich je gesehen hatte. Egal wie er guckte, seine Augen wirkten immer so liebevoll. Selbst wenn er mir mal wieder bewies, wie sehr er mich hasste. Ich glaube, wenn man jemanden liebt, wird die Person die wunderschönste Person für einen. Aber in diesem Fall lag es nicht daran, dass ich irgendwie etwas Seltsames für diesen Jungen empfand. Wenn man sich diese braunen Haare ansah, die immer etwas unordentlich auf seinem Kopf lagen, wenn man die dunklen Augenbrauen sah, die spitze Nase, die vollen Lippen. Es war einfach perfekt. Und dann seine Augen. Ich musste zugeben, dass ich eigentlich keine braunen Augen mochte. Ich hatte sie immer als langweilig erachtet.
Oft war da nichts, in dem er sich verlieren konnte. Bis ich ihn traf. Bis ich das erste Mal in diese braunen Augen sah, welche alles andere als langweilig waren. Nach außen hin wirkten sie in diesem Moment fast gänzlich schwarz. Ein sehr hellbrauner, fast bernsteinfarbener Ring zog sich ein wenig entfernt der Pupille entlang. An der Pupille waren seine Augen sehr hell. Dazwischen war es ein schokoladenfarbenes Braun. In diesen Augen könnte man sich verlieren. Aber sowas von. Stegi? Riss mich die Stimme des Schulleiters aus den Gedanken. Schnell schüttelte ich den Kopf und riss mich los. Oh, also, ist es okay, wenn Tim hier bleibt? Fragte er und ich meinte erstaunt, an seiner Stimme hören zu können. Ich zögerte kurz, nickte dann. Die trüben, grünen Augen von Herrn Triss verfolgten jede meiner noch so kleinen Bewegung, ehe er sanft nickte. Nun gut. Er reichte mir einen Zettel und einen Stift. Kannst du deine Antworten bitte einfach aufschreiben? Ein kleines Nicken meinerseits. Also, Stegi, in welcher Beziehung stehen du und Tim? Ich hätte beinahe laut aufgelacht. Diese Frage stellte ich mir selber durchgehend. Ich mag dich echt, Kleiner. Ich wusste nicht wieso, aber mein Kopf spielte diese Sätze immer und immer wieder ab. Egal was passieren wird, ich mag dich und du bist toll. Vergiss es nicht, egal was ich hier sagen sollte. Gilt das noch? Hatte es je gegolten? Vermutlich nicht. Immerhin hatte Tim zugegeben, dass alles damals so gespielt gewesen war. Du bist der erbärmlichste Mensch, dem ich hier begegnet bin. Tim also hasste mich. Offensichtlich. Und ich? Keine Ahnung. Vermutlich hasste ich ihn auch. Aber das war genau das Problem. Nur weil man jemanden hasste, bedeutete das nicht, dass man ihn nicht auch lieben konnte. Also was waren wir? Partner? Ja, da musste ich selber grinsen. Freunde? Lächerlich. Wir sind Zimmermitbewohner, schrieb ich also und seufzte leise. Das war vermutlich nicht die beste Umschreibung unserer Beziehung. Aber definitiv die einfachste. Ich bemerkte aus dem Augenwinkel, dass Tim jede der Bewegungen des Stifts auf dem Papier folgte. Genauso wie Herr Trist, welcher gerade verstehend nickte. Hat Tim dir je wehgetan? Nein, Tim doch nicht. Als würde er sowas tun. Zum Glück hatte Herr Trist meinen Oberkörper noch nie ohne Shirt gesehen. Zugegeben, das wäre wohl auch etwas pedo. Zum Glück hatte mich seit Jahren niemand oberkörperfrei gesehen. Sonst wäre ich wohl ziemlich am Arsch. Und dann nahm ich meinen Mut zusammen. Ich wusste, dass es das Beste wäre, Tim loszuwerden. Definitiv. Ja, schrieb ich. Der Schulleiter zog die Luft scharf ein. Er wirkte, als hätte er zwar nichts anderes erwartet, aber erhofft. Aus dem Augenwinkel konnte ich Tims Reaktion sehen. Der Junge hatte ein winziges Lächeln auf den Lippen. Doch gleichzeitig lag ein solcher Schmerz in seinen Augen, dass es wehtat. Verdammt, wieso bekam ich plötzlich Mitleid? Und wie hat er dir wehgetan? Fragte er trist weiter. Ich holte tief Luft. Er hat mich geschlagen. Herr Triss' Blick verhärtete sich augenblicklich. Tim zuckte zusammen. Ich wusste nicht wieso, aber in diesem Moment fühlte ich ein solches Mitleid mit dem Jungen neben mir. Ich war das größte Monster, das du vermutlich je gesehen hast. Und ich war der schrecklichste Mensch, dem du je begegnen wirst. Dachte er das wirklich über sich? Eigentlich wirkte er immer so selbstbewusst, so stark. Ich biss mir auf die Unterlippe. Irgendwie hatte er ja recht. Verdammt, Tim war schrecklich. Ich wollte ihn noch loswerden. Manchmal bekam ich das Gefühl, dass Tim selber nicht stärker war als ich. Dass er das nicht konnte. Dass er das alles hier aus einem bestimmten Grund tat. Ich
wollte nicht, dass Tim sich schlecht fühlte. Ich wollte nicht, dass es ihm nicht gut ging. Wann hat er dich geschlagen? Lass mich mal überlegen. Jeden Tag? Dennoch. Letzten Endes war doch viel wichtiger, dass es Tim gut ging, als dass es mir gut ging. Und der Mut verließ mich. Im Sportunterricht, beim Kampftraining, schrieb ich. Das war nicht mal gelogen. Herr Trist wirkte verwirrt. Zu Tim wollte ich nicht mal gucken. Ich wollte nicht das selbstgefällige Grinsen sehen, welches mit Sicherheit gerade auf seinen Lippen erschienen war. Hat er da irgendwie anders wehgetan? Ich schüttelte den Kopf, hielt ihn dabei aber gesenkt, denn ich wusste, man könnte die Lüge in meinen Augen sehen. Meine Mutter hatte immer gesagt, ich sei ein schlechter Lügner. Sie war immer stolz auf mich gewesen, weil ich ein ehrlicher Mensch gewesen war. Sie hatte immer gewusst, wenn ich versucht hatte, sie anzulügen. Sie meinte, meine Stimme verriet mich, genauso wie meine Augen. Zum Glück redete ich sowieso nicht. Sicher? Hakte Herr Trist nach, und ich meinte, einen erleichterten Ton in seiner Stimme wahrzunehmen. Ich schluckte. Ich nickte. Der Schulleiter atmete auf. Ich hob meinen Blick. Er wirkte wirklich deutlich entspannter als zuvor. Ich hätte mir auch nicht vorstellen können, murmelte Herr Trist. Gerade Tim. Also wirklich. Er stieß ein leises Lachen aus. Einen winzigen Seitenblick wagte ich zu Tim, welcher mich nur anstarrte. Seine Augen waren weit aufgerissen. Erstaunen und irgendwie auch Entsetzen war darin zu sehen. Er blinzelte einige Male, ehe er seinen Blick von mir abwandte und zu dem älteren Mann blickte. Ja, da bin ich ja echt froh, dass sich nur jemand einen dummen Spaß erlaubt hat. Herr Triss grinste uns nacheinander an. Tut mir leid für die Unannehmlichkeit. Weder Tim noch ich erwiderten etwas. Der Schulleiter erhob sich. Er wirkte wirklich unglaublich entlastet. Na dann. Tim erhob sich langsam aus seinem Stuhl. Ich tat es ihm gleich. Habt doch einen schönen Tag, ihr zwei, und falls was ist, meldet euch bei mir. Wir nickten doch, mir war bewusst, dass ich dieses Angebot nie annehmen werden würde. Ich verließ den Raum als Erster. Tim war direkt hinter mir. Ich hörte die Tür ins Schloss fallen. Wir standen in dem grauen Flur. Weit und breit war keine andere Person zu sehen. Ich wollte mich gerade so schnell wie möglich aus dem Staub machen, als Tim mich zögernd am Arm zurückhielt. Ich erstarrte bei der simplen Berührung augenblicklich. Stegi? Ich hielt inne, drehte mich langsam um. Tim sah mich nicht an. Er stand einfach nur da, sah auf den Boden und wirkte wie ein begossener Pudel. Warum hast du das getan? Ich seufzte. Wusste ich doch selber nicht. Ich meine, du wärst mich losgeworden. Ein für alle Mal. Du hättest endlich glücklich werden können. Meine Kehle fühlte sich trocken an. Ich hatte das Gefühl, selbst wenn ich es vorgehabt hätte zu antworten, es wäre mir nicht möglich gewesen. Du solltest mich doch hassen, sagte Tim mit einem verzweifelten Unterton. Ich hatte das Gefühl, diesen Satz schon viel zu häufig von ihm gehört zu haben. Wollte er etwa, dass ich ihn hasste? Weißt du, manchmal bekomme ich das Gefühl, dass du verletzt werden möchtest. Ich schluckte. Ich wollte nicht verletzt werden. Oder? Ich schluckte. Vielleicht wollte ich irgendwie doch verletzt werden, weil das der einzige Weg war zu fühlen, dass ich noch im Leben war. Im Ernst, du hättest das nicht machen müssen. Erhob Tim seine Stimme wieder und sah mich zum ersten Mal an. Seine Augen schimmerten leicht. Ich hätte das niemals für dich getan. Obwohl ich es natürlich gewusst hatte, taten diese Worte weh. Sehr sogar. Es war, als würde nochmal einen dieser vielen Splitter, die sich mein Herz nannten, ergreifen oder neu zerbrechen.
In diesem Augenblick hörte ich, wie sich Schritte näherten. Ich hörte Stimmen. Ich erkannte Hendriks und Antons Stimme. Tim schnappte meine Hand, zog mich schnell um die nächste Ecke, presste mich gegen die Wand mit seiner anderen Hand auf meinen Mund. Henrik, Anton und zwei andere Jungs liefen, ohne in unsere Richtung zu gucken, an uns vorbei. Tim warf mir einen warnenden Blick zu, als er langsam die Hand von meinem Mund entfernte. Warum er mir überhaupt den Mund zugehalten hatte, war mir unklar. War ja nicht so, als würde ich überhaupt was sagen. In diesem Moment realisierte ich erst, wie nah ich Tim gerade war. Er hatte mich komplett gegen die Wand gepresst. Sein Körper war direkt an meinem. Mein kleines, dummes Herz begann augenblicklich schneller zu schlagen. Ich kann dich nicht vor ihnen beschützen, flüsterte Tim und seine Stimme klang wirklich verzweifelt. Da war nur ein Rauschen in meinen Ohren, welches seine Stimme fast übertönte. Ich versuchte, meinen Atem regelmäßig zu halten. Ich versuchte, seinen Geruch auszublenden. Er musste doch bemerken, wie nah wir uns waren. Aber weißt du, was viel schlimmer ist? Tim schien vollkommen in Gedanken. Noch weniger kann ich dich von mir beschützen. Seine Stimme klang traurig und ich hätte meine Arme am liebsten einfach ausgebreitet und um ihn gelegt, um ihn zu trösten. Du, das bedeutet mir wirklich eine Menge. Tim seufzte leise. Ich konnte Tränen in seinen Augen sehen. Oder zumindest dachte ich das. Ich weiß nicht, warum du das gemacht hast, aber ich bin mir sicher, dass du deine Gründe hast. Ich konnte spüren, wie er schluckte. Ich konnte es wirklich spüren. So nah war er mir. Ich wollte schreien. So glücklich machte mich diese Erkenntnis in diesem Moment. Und doch war es so falsch. Danke. Danke, Kleiner. Kleiner. Mein Herz stoppte. Ich fühlte mich, als könnte ich nicht atmen. Und dann ließ Tim von mir ab. Er drehte sich um, musterte mich. Er öffnete den Mund, als wollte er etwas sagen. Dann überlegte er es sich anders, drehte sich um und lief in den Gang, anscheinend Hendrik und den anderen hinterher. Hey Leute, hörte ich ihn rufen. Good news. Gott, diese Stimme. Tim lachte. Gott, dieses unglaublich tiefe, schöne Lachen. Eine Gänsehaut fiel über meinen Körper. Die Schwuchtel hatte so viel Angst, dass sie gelogen hat und ich im Internat bleiben darf. Hörte ich Tims Stimme und kurz darauf vernahm ich freudiges Gejubel seiner Freunde. Und ich dummer Junge, stand einfach nur da und starrte an die gegenüberliegende Wand. Ein Grinsen lag auf meinen Lippen und gleichzeitig hätte ich weinen können. Ich war wirklich ein hoffnungsloser Fall. Je mehr du deine Gefühle vor jemandem versteckst, desto mehr verfällst du ihn. So, es ist ein kürzerer Part, aber das liegt vielleicht daran, dass das nächste Kapitel wieder scheiße lang ist. Also das meine ich nicht negativ, dass das Kapitel so lang ist. Ich liebe es, wenn die Kapitel so lang sind. Aber ja, und das würde dann einfach 100 Minuten lang sein oder 100 Jahre lang gefühlt. Also, ich würde sagen, meine Kehle tut weh, weil ich versucht habe, diesen komischen Schulleiter rauszusprechen. Jedenfalls. Ja, schaut bei Kristallkiste vorbei, schaut bei Drachenmädchen vorbei, lasst Kritik da und bis zum nächsten Mal. Tschüss!